Angela Merkel, die Kanzlerin, nicht auf der Regierungsbank, sondern in den Reihen der Abgeordneten. Es ist die Stunde des Parlaments, nicht der Regierung. Die Besuchertribüne im Bundestag voll mit den ausgeschiedenen Abgeordneten. An dieser Sitzung, der ersten der 18. Legislaturperiode, ist wenig wie sonst. Was die Kanzlerin freuen wird, so weiblich war der Bundestag noch nie. Über ein Drittel der Abgeordneten sind Frauen. Und noch nie saßen so viele Migranten im Parlament. In der SPD-Fraktion zum Beispiel der erste afrikanischstämmige Abgeordnete. Und dort findet auch der erste ehemalige Wrestler seine neue Heimat. Eine Konstante ist eher Heinz Riesenhuber von der CDU, der alte und neue älteste Abgeordnete des Bundestages. Ihm gehören traditionell die ersten Worte und er erinnert die neuen Abgeordneten an die Herausforderungen der nächsten 4 Jahre, den demografischen Wandel, die Energiewende, die Euro-Krise, Aufgaben auch der neuen Regierung. Lassen wir uns daran arbeiten, dass Deutschland auch in den kommenden 4 Jahren ein guter Ort ist, zu leben und zu arbeiten und Kinder großzuziehen. Und dass Deutschland auch in Zukunft ein guter Partner ist für die vielen unterschiedlichen Nationen in einer offenen Welt. Als Bundestagspräsident wiedergewählt mit fraktionsübergreifender Mehrheit Norbert Lammert, der setzt sich dafür ein, die Rechte der Opposition im neuen Bundestag zu stärken. Die Kultur einer parlamentarischen Demokratie kommt weniger darin zum Ausdruck, dass am Ende Mehrheiten entscheiden, sondern dass Minderheiten eigene Rechtsansprüche haben, die weder der Billigung noch der Genehmigung durch die jeweilige Mehrheit unterliegen. Denn wenn es zu einer großen Koalition kommt, dann wäre die Opposition aus Linken und Grünen so klein und so machtlos wie selten. Deshalb will der designierte Oppositionsführer mehr als ein paar Zugeständnisse. Er fordert eine Änderung des Grundgesetzes, damit die Minderheit weiter ohne Umweg beim obersten Gericht klagen kann. Ohne Änderung des Grundgesetzes geht dieses Recht 4 Jahre lang verloren. Und wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern sagen, ja, ihr müsst euch durchklagen durch alle Instanzen, bis ihr mal beim Bundesverfassungsgericht seid. Das geht nicht. Begonnen hatte der Tag übrigens nicht im Haus des Parlaments, sondern in einem christlichen Gotteshaus der St. Hedwigskathedrale in Berlin. Unterstützung auch von oben kann nicht schaden, im Leben und insbesondere in der Politik. Das wissen wenige besser als die gläubige Protestantin Angela Merkel, die alte und voraussichtlich neue Kanzlerin.